ist Anfang November, später Herbst und die Leute bereiten sich für den Winter vor und tun ihre Beete abräumen. Bei mir wächst noch der Grünkohl, der Mahngold, die Kapuzinerkresse, im Gewächshaus noch ein bisschen Tomaten und der Rest der Fläche ist eigentlich ziemlich gut mit einer richtig dicken Mulchschicht abgedeckt. Aber in der heutigen Episode geht es viel weniger um die Wintervorbereitungen, sondern Anfang November ist die optimale Zeit, um wurzelnackte Bäume von deiner Baumschule des Vertrautens anzupflanzen. Und in der heutigen Episode möchte ich dir einfach mal zeigen, wie man das am besten bewerkstelligen kann, um noch mehr Bäume pflanzen zu können. Wenn ihr den Baum mit einer Gartenschere an den Wurzeln anschneidet, solltet ihr ihn einen Tag vorher in Wasser einlegen. Dadurch saugt sich der Baum mit Wasser voll. Der Schnitt an den Wurzeln sorgt dafür, dass das Wurzelwachstum nochmal zusätzlich angeregt wird. Circa 1 cm können von der Hauptwurzel entfernt werden. Optimal ist es, wenn zwei Leute einen Baum pflanzen. Der eine kann den Baum halten und zusätzlich natürlich auch die Stützpfeiler, während der andere die Erde auffüllt. Sind die Wurzeln des Baumes bedeckt, dann rüttelt und hebt den Baum leicht an. Dadurch kommen die Wurzeln besser in Kontakt mit der Erde. Nachdem ich die Stützen eingebracht habe, fülle ich den Rest des Kübels mit alter Gartenerde. Dort waren noch ein paar Regenwürmer drin. Yay! Die Oberfläche drücke ich an und abschließend wird alles schön gegossen und natürlich auch gemulcht. Abschließend binde ich mit einem Strick die Pfeiler und den Baum zusammen. Bei einem Strick empfehle ich ökologisches Material, wie zum Beispiel Jute, Hanf oder Kokosseide. Das war jetzt eine kurze Einleitung
wie ich den Baum jetzt hier zum Beispiel in den Kübel gepflanzt habe. Man kann natürlich auch die Bäume ins Freiland setzen, wenn man halt auch den genügenden Platz hat. Man kann auch zum Beispiel wie ich einfach die Gemeinde fragen und dort Bäume einpflanzen. Wie gesagt, der Kübel ist auch eine nette Sache, einfach Bäume pflanzen. Und wenn man dann einen geeigneten Platz hat, dann kann man ja aus dem Kübel rausnehmen und woanders verpflanzen. Genau, das ist jetzt so ziemlich mein Statement. Setzt einfach so viele Bäume, wie es geht. Sie sind eigentlich für uns überlebensnotwendig, neben den schönen Früchten, die es gibt. Filtern sie auch Sauerstoff und beziehungsweise produzieren Sauerstoff. Und ja, ohne Bäume können wir Menschen auch nicht leben. In diesem Sinne will ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Hinterlass einen netten Kommentar. Teile es auch deinen Freunden, mein Projekt. Erzähle ihnen einfach von ihnen und ein kleines Ratespiel können wir auch machen. Wir können ja in den Kommentaren diskutieren, um welchen Baum es sich handelt und speziell um welche Sorte. Bei der Sorte kann ich sagen, es ist kein alter Baum, also beziehungsweise keine alte Sorte, sondern eine neuere Züchtung. Und dieser Baum ist hat herbsttragende Früchte, also beziehungsweise die Äpfel werden im Herbst reif und der Baum hat auch einen hohen Anteil von Anthocyanen und das erkennt man zum Beispiel an den Blättern. Das sind jetzt so die drei Merkmale und ich würde mich einfach freuen, wenn wir so ein kleines Ratespiel in den Kommentaren machen würden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.